Batz. Läuft, läuft. Jetzt hält der Gerät. Herzlich willkommen zum Innenout TV. Liebe Freunde, heute wieder. Dem Format. Double up, double up, double up, double up. Und zwar mit neuem Content für die Internet-Community. Yes, mit einem überaus attraktiven Co-Moderator. Mit. A.k.a. die Spinne. A.k.a. Mr. Claudi, a.k.a. der deutsche lieben Niesen. Und was ich jetzt noch kurz loswerden wollte, da wir in letzter Zeit tatsächlich ein paar Views bekommen haben und auch relativ viele Kommentare. Vielen Dank erstmal dafür. Was heißt denn ein paar Views? 6.000, 7.000. 6.000, 7.000? Ja. Pro Folge? Ja. Echt? Ja, nee, insgesamt. Ach so, ja, das für ist zwei Folgen. Für zwei Folgen, nice. Durchaus sehr nice und auch sehr viele Kommentare, aber einen Kommentar möchte ich kurz doch, also alle waren cool und ich habe auf alle bisher geantwortet, obwohl das über 90 oder 100 waren. Ich habe wirklich jeden Einzelnen beantwortet. Jetzt bin ich neugierig. Aber auch. Es war einer dabei, den hätte ich gerne gerepostet, da hat tatsächlich vor 3 Tagen einer geschrieben, so ey, das ist mein absoluter Lieblings-YouTube-Kanal. Schwöre? Ich schwöre auf alles, ich habe den Screenshot gemacht. Vielen Dank geht raus an dich, mein Freund. Also es geht sowieso der Dank raus an alle, ja, die kräftig teilen, liken, kommentieren. Das könnt ihr auch hier machen. Aber das, wie man so schön sagt, hat uns ein wenig gebauchpinselt. Das geht runter wie Öl, Thomas. Auf jeden Fall. Und er hat auch sehr hervorgehoben, dass er die Aussage, die der Deutsche lieben Niesen sehr gefällt. Ja. Also das hat ihn wirklich. Aber was ist denn mit Thomas aka der Angry Agassi? Angry Agassi, mega, ja gut, Alter. Ich glaube, die jüngeren Leute kennen einfach nicht. Andrew Agassi nicht, aber. Doch, doch, den muss man kennen. Einer der besten Tennisspieler ever walking on this planet. That's right, aber hart 80er und dann noch 90er bis ganz, aber ganz anders. Die Krise Anfang 2000er. Damals und der Gier, diese. Alles, da hat alles gestimmt einfach. Alles gestimmt, das ist schon das komplett richtig. Richtig, ja. Richtig guter Flex auf dem Court. So sieht's aus, meine Was Freunde. Was haben wir heute? Was haben wir heute? Heute haben wir einen Film, den wir kürzlich im Kino gesehen haben, und zwar der nennt sich Planet der Affen New Kingdom. Das ist der wievielte aus der Planet der Affen Neusaga-Serie? Vier. Vier? Nicht fünf? Nein. Vier. Vier. Quadro. Es ist tatsächlich. 1, 2, 3, 4. Es ist tatsächlich der vierte. Der ja, was soll ich sagen? Wie soll man sagen? Also, gut, man muss da ein bisschen weiter. Nee, die waren ja, glaube ich, alle recht hart animiert, bis zu einem gewissen Grad. Der erste war dann noch so ein bisschen entspannter. Der hier geht 145 Minuten, hat eine FSK 12 und ist gedreht von US Ball. Ein guter Mann. Homeboy. Macht guten Shit. Insgesamt finde ich. Ja, vielleicht holen wir ein bisschen aus. Also die ersten drei davon sind schon ein bisschen was her. Die haben angefangen und waren auch teilweise von Gareth Edwards gedreht, glaube ich. Einer meiner neuen favorisierten Regisseure, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wann? Ich habe den noch nicht bei dir so wahrgenommen in deinen Äußerungen im Real Life. Also der hat dann schon auch The Creator hat er gemacht und den besten Star Wars, also von den neueren, den Rogue One hat er gemacht, also den ersten Godzilla hat von den Neuverfilmungen von Godzilla, der auch mit einer der Chubbyzilla. Stärksten ist. Ja, der ist ein bisschen Chubbyzilla, wobei ich habe jetzt kürzlich, ich weiß nicht, ob du auf Netflix Godzilla Minus One schon gesehen hast, nee. Preview, guck, nee. Such den mal. Ja, eine komplett japanische Version von Godzilla, so wie früher, aber unfassbar geil gemacht. Also wenn man den letzten sich angeguckt hat, nämlich The New Empire, Godzilla X Kong, das war eine absolute Vollkatastrophe, auch wenn er komischerweise viele gute, obwohl, nee, der hat nicht super viele gute Reviews bekommen, aber der hat sehr hohe Einspielergebnisse gehabt. Ich glaube, der zweiterfolgreichste aller neuen Godzilla-Filme. Aber der auf Netflix ist mega geil, aber über den sprechen wir gar nicht. Wir sprechen ja über Planet der Affen New Kingdom. Führ uns doch mal ein bisschen durchs Programm. Worum geht's da? Was ist passiert? Jetzt von der Story her? Also erstmal ist hast du ihn schon gesehen? Ich wollte heute ins Kino gehen. Also. Ey, es war wirklich Zufall. Ich hatte auf eigentlich nicht meinen Lieblingssender im Free TV, weil ich fast gar kein Free TV mehr gucke, aber irgendwie bin ich bei Kabel 1 Planet der Affen Prevolution. Kann sein. Ist hängen geblieben. Ja. Und hab den so gesehen und bin irgendwie an dem hängen geblieben und zur gleichen Zeit, also ich schwöre, das ist muss das irgendwie. Ist das der letzte aus der Reihe mit Woody Harrelson? Nee, davor. Das ist davor, ich, der, ja. Genau. So. Und zur gleichen Zeit hat mir unser gemeinsamer Homie Dave geschrieben, so ob wir Planet der Affen im Kino gehen. Ich so, Dicker, ich guck den gerade, ich bin gerade voll angetriggert, Planet der Affen. So, lass machen. Ich bin am Start, so let's go, Kino. Ja. So, also wir ins Kino gesteppt, worum geht's? Planet der Affen, Affen sind auf der Erde, so fängt's an. Ja. Na, letztendlich, die Story finde ich persönlich extrem dünn. Also du hast einen Affentribe, der wird dann von einem anderen Affentribe so ein bisschen
wie soll man sagen? Geraided. Geraped. Geraided, auch, nicht geraped. Komplett doch, glaube ich. Auch ein bisschen das, ja. In der X-Rated-Version bestimmt. Ja. Also auf jeden Fall geht es heftig zur Sache. Gute Affenkämpfe. Dann ist einer von den zurückgebliebenen sucht dann seine Affenherde, ja, und läuft dann quasi hinterher, verfolgt von einem Adler. Wenn ich das so erzähle, das ist unfassbar bescheuert. Egal, ich versuche es durchzuziehen. Ziehst du durch, Alter. Verfolgt von einem Adler, weil diese Affen haben Adler kultiviert zur Jagd, ich sag mal, in einer symbiotischen Beziehung. Wer sich so ein bisschen im Jagdwesen auskennt, es gibt auch die Jagd mit dem Falken und dem Frettchen. Hammer. Aber ich will nicht zu lange ausschweifen. Dann findet er den Verein irgendwo in Gefangenschaft, also quasi bei dem Affen, anderen Affenstamm, und man versucht, die da so ein bisschen zu befreien. Letztendlich geht es darum, um an Knowledge zu kommen, die die Affenbevölkerung noch stärker, noch mächtiger machen soll. Genau. Verborgen in einem, ja, so eine Art Bunkertor. Ja. Genau, und da, wo die auch später dann reinkommen, das Ding wird dann noch geflutet, und dann gibt es noch so ein bisschen Affenshowdown, bla bla. Dann ist für mich so vom Verständnis her The New Kingdom geboren. Also wenn man so will, offen gelassen für viele weitere Teile Planet der Affen. Beim Ende muss ich sagen, vielleicht gehe ich noch gar nicht drauf ein. Mach das uns gleich das Ende quatschen. Also ich fand die Story extrem dünn. Also hier wird gekämpft, dann wird gesucht, dann wird gefunden, dann wird da quasi mit der Affenbande die andere Affenbande übernommen, und dann ist das Ding irgendwie zu Ende. Storytechnisch auf jeden Fall eine Volllutsche. Also wir hatten schon, das ist schon Damsel. Okay, ja, ich fand den gar nicht so schlecht, aber wir können. Nein, nur von der Storyline. Die hat mir nicht gefallen. Also die Storyline, ja, war mir ein bisschen zu dünn. Dafür, dass das Ding ja über 140 Minuten geht, du da auf jeden Fall auch ein bisschen audiovisuelles Material gucken musst. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich im Kino die letzte halbe Stunde eingeschlafen bin, aber ich drop den jetzt einfach hier. Wo eingeschlafen vielleicht zu hartes Wort, so ein bisschen weggenickert. Immer so. Weißt du, okay, was ich meine? Ja. Wir waren spät da, 11 Uhr Vorstellung. Das Ding ging dann, wir waren 1 Uhr, 1.30 Uhr waren wir da raus. Ich hatte mir einen guten Schuss Rum in meine Cola geschossen. Ja gut, dann tendiert man also schon mal ein Nickerchen zwar. Okay, ja gut, verstehe ich. Also, wie habe ich denn wahrgenommen, den Film? Also ich... Das war jetzt so die Storyline. Die Storyline fand ich dünn. Gleich noch gerne was zu den anderen, weil den Rest fand ich nämlich extrem nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, ja, dann hau raus. Also kannst gerne. Von der Animation her war ich, Buff ist jetzt übertrieben, da gibt es sicherlich noch krassere Animationsfilme, um Avatar zu nennen, jetzt mal an erster Stelle. Aber das Ding hat mich komplett abgeholt, weil zwischenzeitlich habe ich echt gedacht, so der animierte Affe, so der ist so geil animiert, dass ich mir das echt vorstellen könnte, dass der jetzt vor dir sitzt und mit dir redet. Hab mich total abgeholt. Auch so die, ich sag mal etwas, die Idee, eine Welt, die sich selber heilt oder zurückerobert mit Natur und allem, hat mir extrem gut geschmeckt. Dass es auch so ein bisschen urtypischer ist. Also man hatte zwischenzeitlich so ein bisschen den Eindruck, die Geschichte des Menschen wird hier jetzt nochmal neu erzählt, nur mit Affen, die sich wieder zum Menschen entwickeln. Weißt du, wie ich meine? Ja. Background. Ja. Ja gut, es ist ja so ein bisschen angelehnt natürlich auch an die alten Teile, so dass dann die Planet der Affen, dass die Affen halt wirklich dann wieder übernommen haben. Ne? Also das ist schon auch immer so Grundthema. Das haben die drei Prequels, auch wenn der eine davon so hieß, aber die drei anderen, die jetzt vorher kamen. Nicht so prominent gezeigt. Doch, die haben das, ja, was heißt prominent gezeigt? Die haben das so Stück für Stück aufgebaut. Ja. Ne? Also dieser Caesar, der Hauptcharakter quasi, der ja auch hier genannt wurde, der dann quasi also gestorben ist. Der, ne, Urvater-Affe für die neue Generation. Der als erster quasi so ein bisschen das eigene Schicksal in die Hand genommen hat, möchte ich mal so sagen. Ja. Vom ersten Teil an. Der hat ja auch hier wieder stattgefunden, und es hat sich so langsam aufgebaut, dass wir jetzt bei diesem Status halt irgendwo gelandet sind. Ne? Also wie du schon sagst, also die Story habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so dünn empfunden. Ja, was heißt so dünn empfunden? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mittlerweile Bierdeckel-Geschichte, weißt du, was ich meine? Ich habe für mich mittlerweile so, wie soll ich sagen, bei so einer Art von Film, bei diesem Blockbuster, aber schon so Popcorn-Kino, habe ich tatsächlich also komplett mir Gedanken zur Story zu machen, habe ich wirklich komplett abgelegt. Weil du dich einfach nur von dem Blockbuster, ja, ich will, entertainen lässt. Genau, ich will, also nicht wieder so wie früher, weißt du, jeder kennt den einen Kollegen, der irgendeinen Actionfilm guckt und er sagt, das Auto kann aber gar nicht so weit springen. Wo du sagst, yo, Dicker, das ist ein Actionfilm, hier geht es gar nicht darum, dass irgendwie alles physikalisch alles funktioniert, ja. Physik spielt hier keine Rolle. Und genauso, finde ich, war hier so ein bisschen das Ding so, für mich ist wirklich, und es hat mir auch die letzten Blockbuster alle gezeigt, die ich gesehen habe,
bis auf ein paar wenige Ausnahmen, haben wir schon viel drüber geredet, haben mir gezeigt einfach, dass wirklich, also guck mal, wie der Anspruch gesunken ist bei solchen Filmen, ja? Dass einfach man davon ausgeht, dass die Story eh dünn sein wird, ja, dann bist du ja positiv, dann bist du nicht so negativ überrascht am Ende, weil du einfach weißt, ja, okay, ist halt wirklich, da passiert ja nicht viel, sagst du, wie du sagst, da geht es um einen Stamm, der wird halt irgendwie komplett auseinandergenommen, dann der mehr oder weniger einer der wenigen Survivor, der da nicht gefangen in die Gefangenschaft kommt, macht sich auf den Weg, seine Family zu befreien, ja, kommt dann irgendwie an, ist dann irgendwie dabei, kriegt halt das Ding irgendwie hi, geknackt. Leute. Weißt du? Genau, hallo Leute. Sprengt den Damm, so, rettet seine Kolonie. Und dann ist das Frieden. Ding irgendwie wieder vorbei, ja. Also das habe ich mir schon irgendwie fast gedacht, dass das so dünn sein wird. Aber und hieß es nicht, also ich meine es vernommen oder gelesen zu haben, das sollte der letzte Planet der Affen werden? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Die lassen sich ja grundsätzlich immer so ein Türchen also als irgendwie offen. Ist der letzte. Ja, Bad aber Boys 4 ist der letzte, hoffentlich. Ja, wobei der war nicht schlecht, aber da können wir mal ein anderes Mal drüber reden. Der war wirklich ein bisschen besser als der dritte und auch lustiger. Aber was soll ich sagen? Also ich finde, wie du schon sagst, ja, man hat sich eigentlich daran gewöhnt, dass man heutzutage teilweise gute CGI hat, wenn die Kohle halt da ist, wobei es auch wiederum da sehr, 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 sehr krass schlechte Beispiele gibt. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Expendables 4, Drama, Fast and the Furious 10 und so teilweise die Effekte, wo du denkst, meine Fresse, ich meine, da spielen 600 Millionen Leute mit, die wollen alle super viel Geld haben. Und generell muss man sich mal überlegen, ob man heutzutage immer noch so teure Filme macht. Aber vielleicht ist auch das Thema für eine komplette Folge, weil da gibt es echt viel drüber zu sagen. Aber ich war auch da drin, hab mir gesagt, komm, guckst du den mal an. Die anderen Teile waren ganz nice. Ja, vor allem sowas ist, also so gerade, ich sag mal, relativ solide, gut animierte Filme, das ist etwas, die mich auch ins Kino locken. Weil ich glaube, das kriege ich dann zu Hause im Heim-TV nicht so geil hin. Du vielleicht noch eher mit deiner Anlage. Ja, okay, stimmt. Aber bei mir denke ich mir so, da geht halt zu viel los. Oder das ist, lohnt sich dann wieder mal ins Kino zu gehen, so für Sound, Bild, Gesamt. Ja, okay, darum geht es ja auch ein bisschen da. Ich meine, die versuchen zwar immer noch ein bisschen Pathos reinzulegen und so ein bisschen, weißt du, wie du schon sagst, irgendwo mal ein bisschen mehr als an Herren herbeigezogene Story, aber im Endeffekt ist es schon oft einfach so, dass man sagt, komm ey, das Drehbuch hat wahrscheinlich nur 500 Seiten. So, du schreibst jetzt das Drehbuch 50 Seiten. Und die Animationsbude legt mal richtig einen rein. Gesundheit. Entschuldigung, ja, danke schön. Also, ja, das ist einfach jetzt der Hollywood-Stil. Aber so der Film an sich, also ich dünn finde, und dürftig mit guter man hat auch irgendwie die Figuren, die man dort porträtiert, ne, die natürlich sehr menschlich sind. Natürlich, die haben das ja jetzt alles so ein bisschen gelernt und lernen immer mehr und kultivieren halt irgendwelche Adler dazu zum Jagen und so. Also die sind jetzt auch noch nicht so weit, dass die irgendwie Handys bauen können oder so. Aber am Ende sind die ja trotzdem. Ja, da geht's ja so, da soll es ja so ein bisschen dann weiter hingehen. Oh, ich meine, die werden so halt immer. Erstes Holzhandy, Alter. Ja. Rechenschieber. Nokia 1. Und dann, ja, geht's halt irgendwie darum, wie sehr fühlst du mit diesen Charakteren mit? Und ich glaube, ein Großteil trägt das dazu bei. Das war ja der Fokus, oder? Das trägt dazu bei, wie du schon sagst, wenn die Animation einfach gut ist, ja, dass man nicht in Frage stellt, dass das jetzt theoretisch da irgendwo passiert oder passieren kann. Und dann fängst du an, so ein bisschen involviert zu werden. So geht es mir zumindest, weil sonst wäre der Film wirklich zum Einschlafen gewesen. Also, ja, ist doch wieder passiert. Also wenn die das verkackt hätten. Das, ja, der, ich fand den ja auch, also die Dauer, die Distanz auf 100, keine Ahnung, x Minuten, 42, glaube ich, den hätte man noch ein bisschen ausdünnen können. So, ich verstehe da den, wie soll man sagen, wie du das dann vielleicht als Pathos bezeichnest, dass man das so ein bisschen in die Breite tritt und ne, es war viel Fokus auf diese. Versucht ein bisschen Tiefe zu geben, diesen einzelnen Charakteren. Ein bisschen vermenschlichen, so man baut den Charakter auf, erzählt ein bisschen mehr, ein bisschen Background-Info, die vielleicht, ne, man basiert auf die ersten Dinger und wo könnte es jetzt hingehen. So, das war so ein, weißt du, so ein Brückenfilm. Weißt du, was ich meine? So, der wird irgendwann in der Belanglosigkeit verschwinden, so, weißt du? Ja, das stimmt. Das ist halt so, der hatte halt nichts. Da waren die ersten drei schon besser. Bis jetzt auch vielleicht das Feature mit, wir die Affen kultivieren Adler für die Jagd, so, oder generell für Kampf, keine Ahnung was, war da nichts drin, wo ich gedacht habe, so, habe ich nochmal Bock zu Hause zu gucken? Ja, whatever, ich muss den jetzt nochmal sehen, so, eher sag ich jetzt, könnte der nächste Planet der Affen, kann der mal wieder eine Schippe drauflegen, so, oder hat das Franchise jetzt gesagt, so, Die melken jetzt nochmal im Kino, so was geht, und dann gucken wir mal. Die hatten, glaube ich, schon die Ambition, dass das insgesamt ein bisschen erfolgreicher wird, aber gut, Kino. Nee. Es ist wie man halt so oft liest, ne? Wenn du dir die Bewertung anguckst, ich habe danach auch mal ein bisschen was gedickt und habe auch mal geguckt, sehe ich das vielleicht irgendwie so ein bisschen falsch. Ja, ich habe ein paar Leute in Deutschland geguckt, auf YouTube. Gab es Leute, denen das Gruß gut geht raus gefallen hat? An Kollegen in der Hinsicht. Kollege. Eine gute Eve. Und ein paar andere haben da so ein bisschen was dazu gesagt. Herr Hoffmann, hallo.
Und ja, auch irgendwie international mal geguckt. Und es waren eigentlich alle derselben Meinung, dass es insgesamt eigentlich ein ganz guter Film war. Ja, also interessanterweise gibt es einen deutschen Kritiker, der sonst immer was zu melden oder zu kamellen hat, der irgendwie immer so ein bisschen, sage ich jetzt mal, negativ oder gerne negativ schießt. Ja, das macht er schon fast mittlerweile ein bisschen. Aus Professionen. Ja, nicht aus so. Stilmittel? Nee, gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist schon seine Meinung. Er hasst. Aber er hat diesen Film zum Beispiel als großartiges Kino mit Charakter und hin und her und dies und das. Und da frage ich mich dann manchmal auch. Was sehen die Leute? Was sehen die Leute da drin? Ja, also also wäre es, glaube ich, eine Spätvorstellung gewesen, hätte ich dir auch runter gesagt, hätte ich auf jeden Fall in dem Mittelteil richtig hart gepennt. Da gab es auch nicht so. Sag ich mal, so epische Schlachten oder so. Das Ende war ein bisschen doller, ja. Aber zwischendrin war immer mal so eine kleine Reiberei. Haben sie das auch so ein bisschen absaufen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also genau, da zwischendrin gab es hier und da mal ein paar Szenen. Final Fight und dann. Ja, war es ein paar Abspann. Szenen, die so ein bisschen lauter waren, aber auch nicht so, dass man sagt, so, ey, pass mal auf, der Film war zwar nicht geil, aber am Anfang, weißt du, und in der Mitte, da waren zwei so heftig geile Actionsequenzen so, dass man sich sagt, dass das irgendwie prägnant oder wie sie so prägend da war. Also, nee, leider nicht. Für mich definitiv eine kurze Review, weil da gibt es halt einfach nicht viel zu erzählen. Ich finde, es ist auch irgendwie so ein bisschen schade. Also, es gibt noch irgendein Hidden Feature, dass wieder irgendeiner die Rolex anhat. Genau. Im Film. Aber es war ja, also es gab ja kaum menschliche Darsteller. Es gab die eine Tante da, die sie die ganze Zeit mitgeschleppt haben und dann einmal an dem Wasserloch. Ja, ja. Da wo sie dann so quasi viel, den zurückentwickelten Menschen darstellen, wie er da am Wasserloch mit den anderen Tieren die braune Suppe irgendwie da rauslöffelt, so bevor dann der Kriegeraffenstamm kommt und sagt, wir gehen jetzt mal ein bisschen handen. Ja, ja, Freunde, sollen wir directly diven in unsere Double-Double-Bewertung für diesen Film? Sehen wir den als Genre und wie sehen wir den als eigenständigen Film? Ja. Was würdest du dem so geben? Wo siehst du den Film? 5. Overall oder fürs Genre Action? Das Genre schlechter noch. Fürs Genre 4 oder so. Da liegt da nichts drin, was mich wirklich gekratzt hat. Okay, da ist natürlich auch eine recht harte Bewertung. Das ist wirklich eine harte Bewertung, aber also ich habe. Die ja, anderen geht schon. Guck mal, ich habe den einen, der andere Planet der Affen hat mich abgeholt. Weißt du, die sind da am Damm und keine Ahnung, Fight-Szene, Caesar, ne, da noch so ein bisschen inner Tribe-Konflikt. Dann der nächste, wo du dir denkst, der ist von den Animationen mit dem kleinen Affen, der da am Tisch sitzt und irgendwie seine vielleicht nicht ganz so gelungen. Ja. Und dann jetzt der, also du hast so eine gewisse Erwartungshaltung, du bist jetzt nicht, das wird der Blockbuster, der Planet der Affen komplett neu developed und alles abholt, aber. Den fand ich im Vergleich so dünn und so schlecht und so langatmig, ohne wirkliche Highlights. Also wirklich ein Brückending, der in der Belanglosigkeit, wenn es dann in 15 Jahren heißt, gibt noch 15 weitere Planet der Affen, wird das keinen interessieren. Sagen, okay, den haben wir jetzt gebraucht, damit wir den Rest oder das, was danach folgt an Filmen verstehen, aber sonst völlig für einen Eimer. Ja. Also ich sehe das jetzt ziemlich ähnlich. Fürs Genre würde ich dem auch eine 5 geben und tatsächlich so als Film overall irgendwie auch eine ganz schmale 5. Also beides eine 5 ist, glaube ich, schon A, schlecht genug und B, kann man aber auch wirklich nichts rausholen. Das letzte Mal, dass ich im Kino eingeschlafen bin, war bei Herr der Ringe, aber nur weil das dann so lange dauerte, man alle Teile am Stück geguckt hat, dass man irgendwann um 3 Uhr nachts einfach kurz mal nicht konnte. Einfach mal kurz dann beim ersten Teil gesagt hat, ich klicke mich mal aus, weil den kenne ich schon. Ich will so den dritten Teil sehen, weil da die Premiere war so. Habe ich auch so gesehen. Ja, Freunde, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr da irgendwie eine Meinung zu, wenn ihr denkt, pass auf, Jungs, ihr habt da so ein paar Dinge übersehen oder vielleicht habt ihr das mal den und den Gesichtspunkt da rausziehen müssen? Oder wie könnt ihr überhaupt? Ist da irgendeine Gesellschaftskritik, die wir nicht verstanden haben oder so drin? Haut es gerne in die Kommentare rein. Ja, was gut möglich ist. Thomas. Lasst gerne eure eigene Meinung dazu da. Das ist ja, wie gesagt, immer nur unsere eigene Meinung. Insofern ist es alles Disclaimer. Disclaimer kommt ein bisschen spät, aber am Ende des Tages ist das wichtig zu erwähnen, weil ihr könnt ja eine ganz andere Meinung haben und jeder darf auch seine Meinung kundtun. Am liebsten in den Kommentaren. Abonniert, like, teilt. So sieht's aus. Und dann entlassen wir euch und wünschen euch einen guten schönen Feierabend. Tag. Wann hört man so eine In-and-Out-Podcast-Folge? Wird das in unseren Statistiken deutlich? Eher früh, eher spät, eher also nach Feierabend? Wir droppen eher so beim AA machen. Beim 18, 19 Uhr. Beim 18, 19 Uhr? Ja. Ist das unsere Podcast-Time? Nice. Bleibt dabei. Peace. Boop, boop, boop.